Jetzt sind sie zählen, Flicken ist unser Wächter. Wie ganz. Sie steht oft da im Fenster. Die anderen Hunde auch, aber sie vor allem. Sie geht dann nicht so viel raus. Sie kann nicht allein rausgehen, weil sie beißt dann einen. Oder bringt den Kaninchen nach Hause. Jägerhund. Und in die Kiste, he? Und vor ihm hat man Angst vor ihr. Vor den anderen Hunden habe ich keine Angst. Die sind da so lieb. Bissen da nicht, aber die kann fast bissen. Die hat sicher Oliver 30 Mal gebissen. Hat sie immer unter die Decke genommen. Und dann der Oliver bewegt seine Beine ganz fest. Und da hat schon Fliegen Angst. Sie kann schnell ein Bein brechen. Da hat sie immer gebissen. Der Oliver hat gesagt, mach nichts. Die anderen, wenn sie von einem Hund gebissen werden, fahren sie Apotheke oder Arzt. Die ist super. Mit ihr habe ich nie Angst, weil die Leute haben vor ihr sehr Respekt. Und sie weiß es gar nicht. Sie glaubt, sie ist gross. Sie weiß nicht, dass sie klein ist. Aber Person ist noch stärker als Flicken. Kann man sich nicht vorstellen. Aber wenn Flicken irgendwo ein Stück oder irgendein paar Knochen hat, wird sie sehr aggressiv und dann geht sie voll los auf Flicken und Flicken hat dann Angst. Die ist so mutig und fühlt sich dann so stark und beschützt dann mich und ist immer meine Beschützerin. Super, glaubt man nicht über sie. Schnell ist sie auch, sehr schnell. Flicken ist aber schneller. Man denkt, sie ist eine kleine Pummelige, aber sie ist schnell und stark und beste Beschützerin. Tschüss, jetzt muss ich gehen. Hi. Dezember, kein Schnee und ziemlich warm. Schneeflöckchen weiß rücken. Kommen wir gerade von Ski springen. Schneeflöckchen weiß rücken. Denn jetzt kommst du geschneit, du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich am Fenster, du liebliche Stadt. Mein Hund. In Westorp. Ich habe Bernadine gehabt, ich war mit ihm zusammen. Der hat mich immer beschützt. 15 Jahre, meine alte Kindheit dort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich jetzt verkauft in diesem neuen Haus. Hier ist sehr luxuriös alles, sehr, sehr schick. Passt das uns. Es hat aber wehgetan, mich so verabschieden von dem alten Haus, aber ich musste gehen. Die Familie hat das nicht mehr irgendwie vertragen können. Wurde geplagt, nicht gut, Scheiben kaputt, ich habe 5 Scheiben und immer wenn ich gekommen bin, hat jemand etwas kaputt gemacht, geistlich im Haus und Schlüssel genommen und so dumme Sachen. Aber jetzt sind wir noch schöner Ort und in der Nähe von hier hat es ganz viele schöne Seen, also sehr schick. Okay, tschüss! Was Blumen und Blätter, wir haben dich gern. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümlein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Fröhliche Weihnachten! Weihnachten! Ich mache das erste Mal Truthahn. Truthahn! Oh, geil! Und gleichzeitig koche ich auch Weihnachtsschinken. Ein großes Stück für Kim. Das ist für Kim, das andere ist falsch. Freue mich. Jetzt habe ich gerade 8 Kartoffeln drauf. Das sind Hals und Nieren.
Also, bis später. Tschüss. Hi! So gemütliche Stimmung da. Weihnachten, Puzzle, so beruhigend. Und da, mit Salim schlafen. Und liegen. Und die anderen Hände. Jetzt fragt sie sich, was los ist da. Fliege, hä? Ja. Und die anderen warten, ich meine, die können mitkommen, aber ich muss jetzt in der Stadt Kaffee trinken und unterschreiben. Mein Haus, weiteres Haus habe ich verkauft. Tschüss! Die Schuhe, hä? Neue Schuhe. Yeah, alles weiße Schuhe. Günstiger Leder. Das ist für... Was gibt uns denn nachher, hä?